Heute ein Überwachungskameraset, bestehend aus 4 Full-HD-Outdoor-Kameras und einer Network-Videorekorder-Einheit, gleich mit Monitor. Und da das Set riesig ist und das Video echt lang wird, gleich mal rein. In der Box sind 3 weitere Boxen. In der ersten befindet sich ein Aufkleber und die Doku. Ein Netzwerkkabel, eine WLAN-Antenne, die man etwas entfernt von der Kamera anbringen kann, falls am Verbauort kein Platz oder Empfang ist. Ansonsten die 4 direkten Antennen und Befestigungsmaterial. Ein Schreibtischständer für den Monitor. Netzteile, davon ist eines anders. Das wird dann wohl für den Monitor sein. Eine Maus mit einem sehr kurzen Kabel. Eine Schraube, wofür ich immer noch nicht weiß wofür. Und 4 Netzteile für die Kameras. Nächste Kiste. 4-mal das gleiche. Die IP66 Kameras. IP66 bedeutet, dass man dort mit dem Gartenschlauch ruhig voll draufhalten kann. Starkes Strahlwasser macht denen nichts aus. Es sind Netzwerkkameras, die man via WLAN oder LAN verbinden kann. Vorne ist ein Ring mit Infrarot-LEDs angebracht. Die bringen nachts eine gute Sicht für 12 bis 16 Meter. Hinten ist eine SMA-Buchse für die Antenne. Die sollte man auf jeden Fall anbringen, auch wenn man die Kameras mit Kabel verbindet, damit da kein Wasser reinkommt. Ein Kugelgewinde zum Ausrichten und hinten raus das Kabel, das auch seitlich aus dem Fuß geführt werden kann. Da kommt Strom aus einem der Netzteile dran und wenn man wünscht, das Netzwerkkabel. Das könnte man auch wasserdicht anschließen. Letzte Box, das Herzstück. Ganz schön schwer. Ist aber auch einiges drin. Das Design ist funktional. Rahmenlos ist anders. Oben 2 WLAN-Antennen. Ob die irgendein MIMO oder sowas können, lasse ich mal dahingestellt. An der rechten Seite sind die Eingänge. Strom, doppelt USB, Netzwerk, HDMI-Out und eine Klinke. Vorne noch ein funktionaler Taster. Wieder nur funktional. Nicht schön das Gefühl. Ansonsten ist in meiner Version 1 Terabyte verbaut, um die Videos mitzuschneiden. Es gibt auch eine mit 2 und 6, soweit ich gesehen habe. Da man aber die Aufnahmen gar nicht so lange behalten darf im gewerblichen Bereich, reicht das 1 Terabyte voll aus. 4 Löcher für die Wandmontagemöglichkeit. Und dieser Fuß, wo war der doch gleich? So, was kann das System also und wofür ist es geeignet? Ich habe jetzt hier alles angeschlossen und zeichne über HDMI auf, um ein besseres Bild zu bekommen. So sieht es beim ersten Start aus. Die 4 Kameras werden sofort verbunden. Die Einrichtung ist also schon vorkonfiguriert. Nur welche Kamera welche ist, muss man selber rausfinden. Das Admin-Kennwort ist am Anfang leer. Man sollte es dringend ersetzen. Anschließend bekommt man die Infos für die dazugehörige App, für Android oder iOS und welchen Namen dieses Gerät hat. Dazu auch später. Der Erststartassistent fragt einen jetzt erstmal, in welcher Region und welchen WLAN-Kanal man haben möchte. Die Region ist wichtig, da das Gerät hier nur mit den Einstellungen der EU betrieben werden darf. FCC für die USA nutzt andere Frequenzen und lassen höhere Sendeleistungen zu. Das ist hier nicht erlaubt. Also EU und am besten den WLAN-Kanal vom Gerät bestimmen lassen. Das guckt nämlich nach, welche Kanäle schon belegt sind und nutzt so automatisch freie Kanäle. Dadurch wird die Videoqualität besser. Die Einstellungen werden auch gleich an die Kameras automatisch weitergegeben. Datum und Uhrzeit erklärt sich von selbst. Als nächstes kommt wieder die Online-Funktion. Wer nur lokal zugreifen möchte, sollte auf diese Funktion verzichten. Ich erkläre später im Video warum. Im nächsten Punkt kommt die Festplatte. Diese ist sofort einsatzbereit. Sollte man aber eine neue einbauen oder mal aufräumen wollen, kann man sie hier formatieren. Und fertig. Eigentlich muss man jetzt schon nichts mehr machen und könnte das System so einsetzen. Durch Doppelklicken auf eins der Bilder wird dieses in den Vollbild dargestellt. Wieder klicken und man kommt auf den Splitscreen. Für jede der Kamera kann man unterschiedliche Einstellungen treffen.
Die Icons sind immer eingeblendet, auch wenn die Kamera selber das nicht unterstützt. So können diese fest eingestellten Kameras zum Beispiel nichts mit PTZ anfangen, was die Bewegung der Kamera ist. Mit dem Scrollrad der Maus kann man entweder durch die verschiedenen Kameras rollen oder in ein Bild reinzoomen. Die Qualität ist recht überzeugend. Dass jede Kamera individuell eingestellt werden kann, hatte ich schon gesagt. Auch hier in diesen Einstellungen wird angezeigt, was gehen könnte, wenn es die Kamera unterstützt. So sind hier einige Profile drin, die für andere Modelle geeignet sind, nicht für die mitgelieferten. Das Gerät kann bis zu 8 Kameras gleichzeitig verwalten. Entsprechend anpassbar ist der Splitscreen für bis zu 8 Geräte. Nun gehe ich durch das gesamte Menü und werde hier nicht jede Einstellung kommentieren. Ich denke, wenn du so weit in dem Video gekommen bist, weißt du, was du siehst. Angemerkt an dieser Stelle, die Oberfläche ist deutsch. Leider sehr schlecht übersetzt. So wird zum Beispiel aus der Cloud-ID eine Wolke-ID. Wenn aber Fragen zu den Einstellungen sind oder einem Menüpunkt, einfach hier das Video kommentieren. Als nächstes die Rekorderfunktion. Da per Voreinstellung ja dauerhaft aufgezeichnet wird, werden Bewegungen im Fassungsbereich automatisch aufgezeichnet. Daher habe ich auch einen Eintrag vom Aufbauen der Kameras. Über den Kalender am oberen Rand kann man die entsprechenden Ereignisse zurückspringen und sich unten auf der Zeitleiste genauer orientieren. Die Aufnahmen würden sich auf eine externe Festplatte backuppen lassen.
Über den Punkt Wi-Fi hinzufügen können weitere Kameras hinzugefügt werden. Diese müssen nicht zwingend vom gleichen Anbieter sein. Sie sollten ONVIF geeignet sein. Dann stehen die Chancen sehr gut, dass diese erkannt wird. Nachdem man mit der Konfiguration fertig ist, sollte man sich abmelden. Man kann dann auch alles sehen, aber Unbefugte sind nicht in der Lage, etwas zu ändern. Zumindest, wenn man das Passwort gesetzt hat. Über das LAN-Kabel kann man den NVR nun mit dem Heimnetz verbinden. Die Anlage behält dabei sein eigenes WLAN-Netzwerk. Man könnte es auch in das eigene WLAN integrieren, aber wegen der dauerhaften Datenraten der Kameras würde ich das nicht empfehlen. Netzwerkkameras im eigenen Netzwerk können auch vom NVR erkannt werden. Durch die Verbindung mit dem Netzwerk und dem Internet kann man Updates bekommen und mit der App kommunizieren. Die App ist erstmal ein Datensammler hoch 3 und will gleich Handynummer oder ein Konto angelegt haben. Glücklicherweise geht das im lokalen Netzwerk auch ohne. Allgemein sollte man sich im Klaren sein, dass man den NVR so nicht ins Netzwerk lassen sollte. Es ist nicht mal eine eingebaute Hintertür für Hacker oder sonstige. Es ist eine offene Haupteingangstür. Besser dem Gerät den Zugang versagen zum Internet. Und wer von der Ferne seine Kameras zugreifen möchte, sollte sich mittels VPN mit seinem Heimnetzwerk verbinden und dann in diesem mit dem NVR. Sonst bietet die App Zugriff auf die aktuellen Videostreams. Die Anlage selber kann man darüber nicht steuern, also die Konfiguration. Man kann zwar Aufnahmen und Fotos machen, diese landen dann aber nur auf dem Handy. Ist aber auch ein Vorteil. Sollte ein Dieb den NVR einfach klauen und damit auch die Videos vom Einbruch, hättet ihr die Chance, ein Foto zu haben, wenn ihr am Handy live dabei wart. Ich sehe den Nutzen hier eher zum Beispiel in einem Ladengeschäft, wo ich die Ecken und Hintertüren filme, die man vom Kassenbereich nicht einsehen kann. Den NVR sollte man gerade wegen den Festplatten woanders stehen haben. Aber mit dem Tablet oder Handy an der Kasse hätte ich dann quasi einen zweiten Bildschirm.
mein Fazit. Komplettes Set von sehr guter Qualität. Von einem Technikline durchaus einsetzbar, aber es ist besser, wenn man von IT ein bisschen mehr Ahnung hat. Die Funkreichweite ist ohne weitere Tricks sehr beschränkt. Knapp über 5 Meter durch Stahlbeton waren gerade so drin. Und gegen echte Profis bietet es keinen Schutz. Außer man ändert ein bisschen was wie LAN anstelle von WLAN. Und einen Einbruch verhindern kann sie sowieso nicht, sondern nur aufzeichnen. Aber wer das Video so lange jetzt geschaut hat, der scheint selbst Ahnung von der Materie zu haben. Und für den könnte dieses Set daher was sein.